So, dann wollen wir weitermachen bei diesem Meilensteinspielchen. Und zwar gucken wir uns noch ein bisschen um. Oh, wir können die Bücher rausreißen. Das macht man ja eigentlich nicht, ne? Bent. Oh, die Seiten waren gar nicht lose. Sah nur so aus. Böse. Och nee, jetzt habe ich schon wieder mein Inventar nicht. Was ist denn da immer los? Sekunde, ihr Lieben. So, das war jetzt gar nicht mal so einfach, wieder zum Inventar zu kommen. Ich habe das einige Male neu starten müssen, das Spiel. Aber okay, Schwamm drüber. Machen wir weiter. Ein Diktaphon mit diesen Ohrstöpseln, die man überall auf der Straße sieht. Auf der Straße siehst du die überall. Warum? Dann müssen wir aber bestimmt die Ohrstöpsel da Diese wegmachen. neumodischen Stöpsel wird schon keiner vermissen. Habe ich's nicht gesagt? Cool. Können wir das dann an das Kabel anschließen? Fast. Ein geöffnetes Kabel ist erstmal nur die halbe Miete. Warum? Hä, warum? So viel Action hatte ich schon seit Jahren nicht mehr. Glaube ich dir gerne. Jetzt Das aber. könnte tatsächlich funktionieren. Yes! Gut. Ach so, jetzt habe ich ja die Seiten nicht rausgerissen. Die Kammer des Schreckens. Ist das ein Harry Potter Bezug? Ich glaube schon. Rausreißen. Oh, die Seiten waren gar nicht lose. Sah nur so aus. Ja. Und ich glaube, ich weiß schon, wir müssen die Fay ablenken. Und das müssen wir hier irgendwie mit diesem Ding da machen. Mit diesem Aftershave. Das ist sehr leicht entzündbar. Noch mehr Aftershave und die Seiten lösen sich komplett auf. Ah, er hat die jetzt schon getränkt damit. Das Papier würde sofort Feuer fangen. In meiner Hand. Deine Hand. Okay, dann hier oben Mal vielleicht. sehen. Gut. Müsste halten. Und jetzt können wir es Feuer fangen lassen. So. Oh je. Hoffentlich geht das gut. Ah, jetzt haben wir sie abgelenkt. Zum Glück zieht der Qualm sofort nach draußen. Ja, aber wirklich. So. Müssen wir das anmachen? Da kommt nichts. Das Band ist aber in Ordnung. Muss wohl am Lautsprecher liegen. Ah, Lautsprecher. Stimmt, die müssen wir ja auch noch anmachen. Vielleicht können wir das jetzt. Und da ist übrigens Harvey. Den schauen wir uns noch an. Endlich ein vernünftiges Gesicht. Kommen nachher noch genauer dazu, denke ich mal. Ja, schalt mal ein. So, die Verbindung steht. Cool. Ich muss doch noch mal dem Harvey. Ich komme nicht ran, solange diese Kidnapperin da sitzt. Ich komme nicht ran, solange. Ah, schade, Ich Harvey. komme nicht. Okay, gut, ja. Geht noch nicht. Ja, soviel zum Thema Harvey. Das Let's Play zu Harveys neue Augen wird es von Marlene und mir natürlich auch noch geben, wenn sich die erste Aufregung jetzt um den Release, der ja kürzlich war, auch gelegt hat. Und nachdem jetzt bestimmt es schon 500 Let's Plays zu diesem Spiel gibt, fangen wir auch an. Werden wir also auch was machen zu Harveys neue Augen, weil wir ja Edna schon gespielt hatten. Und das wollten wir uns nicht entgehen lassen, zumal die Fortsetzung auch sehr, sehr gut sein soll. Aber wir lassen uns Zeit. Wie gesagt, wir müssen das jetzt nicht sofort machen. Wir haben eh noch einige Projekte am Start, sondern wir lassen uns Zeit. Richtig schön viel Zeit. Und das wird es dann auf dem Duo-Kanal wahrscheinlich geben. Ich werde zu gegebenen Zeit dann auch eine Info reinsetzen. Gut, wir spielen das jetzt ab. Du liegst den ganzen Tag faul in der Sonne und wenn man dich mal braucht, dann stotterst du nur rum. Ja, musst gar nicht so blöde gucken. Ursula von Unschuldanien. Zieht nicht mehr. Ursula?
Wer zur Hölle ist Urs? Du alte Schachtel hast hier eh nichts mehr zu melden. Oh, jetzt wird sie aber sauer. Was fällt dir ein? Du kennst mich doch kaum. Ich mache so viel und ich kümmere mich um alles. Und du guckst immer nur zu. Was ist? Was machst du hier? Ich hab doch gar nichts gesagt. Du bist wie ein kleines Kind. Entschuldige dich gefälligst. Entschuldigung? Wofür? Für das, was ich gesagt habe. Und was hast du gesagt? Nichts. Na, da habe ich ja was angerichtet. Aber wirklich? Ein ausrangierter Wissenschaftler gegen Bonnie und Clyde. Na, das kann ja heiter werden. Was will man mehr, nicht mal, Ben? Ich verstehe vielleicht nicht viel von euch und eurer Zeit, aber das habe ich nicht verdient. Also hör auf, von dem Thema abzulenken und sag mir, was das sollte. Hey, die Tür! Was? Bent? Sieht so aus, als hätte sich das Blatt gewendet. Bent, lass mich raus. Nö, wir denken ja gar nicht dran. Ich zweifle nicht daran, dass Sie ein nobles Ziel verfolgen. Aber der Zweck heiligt nun einmal nicht die Mittel. Es tut mir leid, Bent. Ich wollte keine Gewalt. Das war Oggis Idee. Aber leider wärst du ohne ihn jetzt nicht hier. Und es hängt viel davon ab, dass du jetzt hier bist. Ich habe genug von Ihren Lügengeschichten. Bent, Milliarden werden sterben. Nur du kannst etwas daran ändern. Unfug. Ein einzelner Mensch soll für die Zukunft der ganzen Menschheit verantwortlich sein? Jeder Einzelne und du besonders. Bitte. Lass mich dir zu Ende erzählen. Der Rest spielt auch nicht mehr in der Zukunft, sondern hier in Norwegen. Vielleicht fällt es dir da leichter, mir zu glauben. Ich würde ja gerne daran glauben, dass meine Alge eines Tages die Welt antreibt. Aber in ihre Hände werde ich sie garantiert nicht mehr geben. Sie haben mein Vertrauen verspielt. Aber was soll dann mit ihr geschehen? Ich bin die Einzige, die noch an deine Arbeit glaubt. Nicht einmal du tust es noch. Da hat sie nicht ganz unrecht, Ben. Es reicht. Der Spaß hat ein Ende. Hey, pass mal auf, ich helfe dir, warte. 1, 2, 3... Und... Ja. Wir hätten das wie erwachsene Menschen klären können, aber sie lassen mir keine andere Wahl. Ich werde ihnen niemals... Ich sag's dir, der alte Zyniker, der macht's nicht mehr lang. Er hat recht, der alte Zyniker macht's nicht mehr lang. Zeit für Plan B. Doppeldeutig, sehr, sehr doppeldeutig. Gut, wir probieren Plan B. Ach so. Gute Idee. Ha! So, und jetzt lassen Sie mich bitte in Ruhe. Wie kann man nur so stur sein? Wie bitte? Wie kannst du deine Verantwortung nur so mit Füßen treten? Hören Sie mal zu. Ich habe mein ganzes Leben dafür gekämpft, dass die Welt, die Sie beschreiben, niemals möglich wird. Ich war so sehr von der Zukunft besessen, dass ich sogar meine Familie dafür geopfert habe. Und dann, auf einmal, eines Tages, steht diese Frau vor meiner Tür und hält mir vor, ich würde meiner Verantwortung mit Füßen treten. Das wusste ich nicht. Ich will einfach nur meine Ruhe haben. Herrgott, und da ich sie hier nicht bekomme, werde ich nun die Behörden alarmieren. Es tut mir leid. Ja, mir auch. Oh, Bent ist sauer. Und jetzt können wir mit Harvey kommunizieren. Hat man dich auch wegen deiner Forschung entführt? Diese Verrückten. Das gefällt mir. Diese kleinen Gags und Gimmicks sind einfach toll. Er soll gefälligst seinen eigenen Ausbruch planen. Ich habe schon alle Hände voll zu tun mit meinem. Das hat er auch getan. Nein, das geht so nicht. Nicht für mich jedenfalls. Endlich ein vernünftig... Okay, so viel zum Seitenhieb. Hallo? Mayday, Mayday. Ich werde entführt. Ist da jemand? Hallo? Ich kann dich hören. Wer ist denn da? Mein Name ist Ben Svensson. Ich werde von Verrückten festgehalten. Svensson? Ja, ich bin an Bord eines Helikopters. Keine Ahnung, was die vorhaben. Sie kamen einfach in mein Haus, haben mir irgendwelche Märchen erzählt. Und dann haben sie mich ausgenockt. Ich werde entführt, verdammt. Hören Sie! Hallo, sind Sie noch da? Ja, ich bin noch da. Schalt den Monitor ein. Was? Siehst du das, Svensson?
Siehst du das? Es sind keine Lügengeschichten. Es ist alles real. Nein. Sieh es dir gut an, Bent. Das hier ist eure Zukunft. Nein, ihr Heuchler, Schwindler, verfluchte Bande, ich werde euch... Ja, so habe ich auch geguckt. Ich glaube, es wird Zeit, dass ich dir die Geschichte zu Ende erzähle. Oh, lass mich bitte anfangen. Nichts für ungut, aber deine Version klingt immer so trocken. Ich darf mich vorstellen? Mein Name ist Leif Orgasund, aber meine Freunde nennen mich Orgi. Ich bin freischaffender Journalist. Ich arbeitete an meiner Vorortreportage über die Demonstration vor der Zentrale der Energieaufsichtsbehörde. Ich saß gleich dort vorne am Schnittplatz, als es passierte. Ist da jemand? Wir sind da. Neues Kapitel. Aber was ist mit Salvador passiert? Sie hat es tatsächlich geschafft. Funker Fay hat den Phoenix-Plan sabotiert. Boah, ist mir schlecht. Reiß dich zusammen. Was? Was machen die Menschen da? Sag du es mir. Du bist doch die Spezialistin. Sieht so aus, als ob sie auch wegen der Konferenz hier sind. Sie werden nichts erreichen, wenn sie nur rumstehen und ihre Plakate schwenken. Deswegen sind wir doch erst in diese Zeit zurückgesprungen. Weil die Menschen nur geredet und nicht gehandelt haben. Das ist nicht fair, Salvador. Sie wissen nicht, was wir wissen, dass ihnen nur noch eine Woche bleibt bis zu dem Unfall im Indes-Kraftwerk und was die Folgen sein werden. Wenn ich es nur irgendwie schaffen könnte, auf die Konferenz zu kommen und sie überzeugen könnte, das Kraftwerk abzuschalten. Glaubst du wirklich, dass sie dir überhaupt zuhören werden? Ich weiß es nicht. Ich hoffe es. Dann hoffe ich, dass du mit Druck umgehen kannst. Du weißt, was auf dem Spiel steht. Oh je. Ja, wir wissen, was auf dem Spiel steht. Und ich bin ja mal ganz gespannt, wie es jetzt weitergeht, weil der gute Salvador war ja vorher nicht mit am Start. Vielleicht ist er geplatzt vor lauter Wut irgendwann mal auf die gute Fay. Wer weiß schon. Und an der Stelle mache ich einen kleinen Schnitt und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir A New Beginning zocken. Ein wirklich ungewöhnliches, sehr außergewöhnliches, tolles Adventure. Ich wünsche euch was, einen schönen Abend oder was auch immer. Lasst euch gut gehen. Bis dann. Ciao.